In der Sankt-Bavo-Kathedrale im belgischen Gent kann ab sofort der komplett restaurierte, weltberühmte Altar des flämischen Meisters Jan van Eyck bewundert werden. Das zentrale Panel des Genter Altars zeigt die Anbetung des Lammgottes. Ein Panel aber ist nur eine Kopie, das Original wurde vor über 80 Jahren gestohlen. Der Verbleib der Teilplatte bleibt trotz der Entdeckung von Erpresserbriefen bei dem mutmaßlichen Dieb ein Rätsel. Dieses gestohlene Panel spricht weiterhin die Fantasie an und jedes Jahr gibt es neue Hinweise und Veröffentlichungen. Es ist ein bisschen so, als wäre es das Monster von Loch Ness in unserer Kathedrale. Wir hatten gehofft, dass wir oder irgendjemand im Van Eyck-Jahr das Panel irgendwo finden würde. Es wird vermutet, dass der kurz nach dem Diebstahl verstorbene Hauptverdächtige die Tafel irgendwo in dem gotischen Bauwerk versteckt hat. Doch der Verbleib ist immer noch ein Rätsel und die Jagd nach dem fehlenden Teil geht bis heute weiter.